So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17 und in der letzten Folge haben wir es ganz, ganz knapp geschafft, uns gegen den Hamburger SV durchzusetzen. War kein gutes Spiel von der Mannschaft, gebe ich zu. Wir haben es aber trotzdem geschafft und genau deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Wir haben unsere Chancen genutzt. Hamburg hat über weite Strecken das Spiel dominiert, aber wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen und haben dann letzten Endes doch noch geschafft, das Tor zu machen. Heute mal ohne Kamera. Ja, es ist wieder sehr früh morgens. Ich komme gerade aus der Dusche. Sehe aus, als wäre ich gerade aufgestanden. Dementsprechend heute mal ohne Kamera. Muss aber auch nicht jedes Mal sein. Kann man heute auch mal ohne auskommen. Zu euren Kommentaren. So langsam komme ich viele Fragen zusammen fürs FAQ. Freut mich weiterhin, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare damit. Der Presser ist ja schon ordentlich mit dabei. Ich arbeite schon so ein bisschen an dem FAQ, ne? Also es geht ein bisschen voran. Ich warte aber, glaube ich, noch, bis ich das aufnehme. Bis ich meine Softbox habe, ja, die ich mir irgendwann nächste Woche oder so oder übernächste Woche bestelle oder hole, da dann die Videoqualität noch mal um einiges besser werden wird, als sie es dann jetzt sein würde. Und da würde ich dann ganz gerne noch warten. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis das FAQ kommt, aber es kommt auf jeden Fall. Und bis dahin haben wir ja immer noch Fußballmanager und die Streams. Dann, glaube ich noch irgendwie, genau, Marv, Onkel Marv ist schon seit, ich glaube, 3 oder 4 Folgen immer wieder mit dem gleichen Kommentar in den Kommentaren. Marv, ich habe schon ganz oft beantwortet, wie du gute Jugendspieler bekommst. Das ist eigentlich, das ist nicht schwer. Einfach nur jede Saison, die schlechtesten Talente raus, Scouts einstellen, aber ich glaube, viele haben einfach nicht die Geduld dafür. Dass wir jetzt so eine gute Jugend haben, das hat jetzt 3 Jahre gedauert. Ja, wir hatten natürlich auch sehr, sehr viel Glück dabei, was für Talente wir bekommen haben. Ja, also wir haben wirklich sehr, sehr talentierte Spieler. Also wir haben hier auch mit unserem 10-Sterne-Talent, das wir bekommen haben, das haben wir, glaube ich, durch den Scout bekommen. Dann mit einem 9-Sterne-Talent, hier noch mit einem 9-Sterne-Talent. Wir hatten unglaubliches Glück und das gehört auch dazu. Also, das ist keine Sache, die kurzfristig ist. Das dauert, bis man sich eine gute Jugend aufgebaut hat. Aber genau so geht's. Und so habe ich da auch seit Jahren Erfolg mit. Ja. Dass ich das genau so mache, aussortieren. Ich würde jetzt sogar auch noch den Torwart raushauen, aber wir haben keinen zweiten in der Mannschaft. Von daher, müssen wir in der Hinsicht gerade auf den Torhüter hier beharren. Wenn wir jetzt bessere hätten, 2-mal hintereinander unentschieden gespielt. Die Jugend von Dortmund ist ziemlich gut auch unterwegs. Dann sollte ich mal zeigen, wie sich unsere Leihspieler entwickelt haben. Natürlich, da kann ich gerade mal, ich hatte das glaube ich aber auch, zumindest Dadachov hatte ich schon gezeigt. Ich muss gerade mal gucken, von wem das Kommentar, der Kommentar kam. Genau, von Bennett SVW. Also unsere Jugendspieler entwickeln sich eigentlich alle ziemlich gut. Der einzige, der sich nicht so gut entwickelt, ist Emre Mor. Bei dem bleibt die Entwicklung so ein klein wenig aus. Da habe ich aber auch schon zu gesagt, dass wir ihn dann vielleicht abgeben müssen. Einfach aufgrund dessen, dass wir auf der Position, die er dann spielen würde, jede Menge noch haben. Ja, und wir haben andere, die sich dann besser weiterentwickeln werden. Aber da müssen wir abwarten. Ja, wir müssen ihm einfach die Chance geben, sich zu entwickeln bei Greuther Fürth. Ich meine, ja, Greuther Fürth ist jetzt momentan Letzter in der zweiten Liga. Ich denke, da kann er sich auch nicht allzu gut entwickeln momentan. Er ist zwar Stammspieler, aber ich meine, Greuther Fürth, ich weiß nicht, was die da machen, aber naja, so schlecht werden sie schon nicht sein. Ich meine, sie haben zwar die 16-schwächste Mannschaft in der Tabelle, aber da gibt es doch, denke ich, noch einige, wo das auch ganz knapp ist.
die Noten. Und Holstein Kiel ist auch in der zweiten Liga. Oh, wow. Holstein Kiel ist bei uns in der zweiten Liga. Und hält sich sogar eigentlich relativ gut. Das ist sehr schön zu sehen, auf jeden Fall. Lautern natürlich mit unserem Dadatschow. Absolute Nonplusultra in der zweiten Liga momentan. Dadatschow schon mit 15 Toren, ja, in wie viel, in 11 Spielen, die er jetzt gemacht hat, oder in 10, steht hier oben. Ich glaube, Dadatschow wird auch einer der großen Kandidaten in der nächsten Saison werden für die Stammmannschaft. Weil ich glaube, wenn er jetzt so weitermacht und die Saison zu Ende ist, also wenn er in dem Tempo weitermacht, dann hat er am Ende der Saison, wo er 50 Tore gemacht hat. Und so einen dann nicht Stamm spielen zu lassen, das ist fahrlässig. Ja, dann geht's heute Richtung Arsenal. Wir haben wieder Champions League. Das nächste Spiel, wo wir reingehen können, genau wie gegen Real Madrid, können wir da reingehen, ohne dass wir uns verstecken müssen. Ein Unentschieden ist schon wie ein Sieg für uns, auch in diesem Spiel. Arsenal ist, denke ich, dann doch nochmal eine ganze Stufe auch über uns, ja, alleine was die Stärke angeht. Ich hoffe, bis dahin werden Leute wie Gerhard und Hector wieder komplett frisch, dass wir die dann auch richtig gut einsetzen können. Hector hatte ja in der letzten Partie gegen Hamburg eine Pause und ich hoffe, die hat ihm gut getan. Er war ja sehr, sehr müde durch die Nationalmannschaft und deswegen hoffe ich, dass er sich wieder erholen kann. Wiltshire wechselt hier ablösefrei zu Juventus. Ich wollte ihn ja auch schon ein paar Mal holen, wollte nicht zu uns. Ist jetzt ablösefrei zu Juventus gegangen und Juventus hat einen sehr, sehr starken Mann für umsonst bekommen. Schade, dass wir das nicht waren. Talentsucher hat noch ein Talent entdeckt. Können wir nehmen. Können wir auf jeden Fall nehmen. Und dann habe ich auch wieder... was war das denn für einer? Es war links außen. Da können wir dann eigentlich direkt mal nachgucken. Machen wir on the fly in der Folge. Weil jedes Talent, das wir jetzt bekommen, können wir auch direkt vergeben. Ja, wenn es passt. Ich hoffe ja immer auf einen Torwart. So. Wenn die Tabelle dann mal laden möchte, dann können wir das auch tun. Habe ich ihn nicht schon vergeben gehabt? Moment. Habe ich mir jetzt hier irgendwas nicht eingetragen? Jetzt kommt wieder die Sache, dass man hier nicht richtig nach Alphabet sortieren kann, was mir immer noch mega auf den Sack geht. Jetzt muss ich wieder suchen. Daniel Ruttmann hatte ich schon vergeben. Das heißt, als nächstes kommt Kalitos als Jugendspieler, den wir vergeben können, sollten tun. Obwohl, aber wir haben ihn ja noch gar nicht bekommen, oder? Den Spieler. Er ist ja noch gar nicht bei uns. Patrick Fargruber. Muss uns mal merken, den Namen. Also, wir haben ihn, denke ich, noch gar nicht in der Mannschaft. Können gerade mal gucken. Ja, haben wir noch nicht drin. Müssen wir gerade noch mal warten. Vielleicht haben wir ihn ja jetzt vor dem Arsenal-Spiel. Dann machen wir das direkt. Deutschland in der 5-Jahres-Wertung auf Platz 2. Sehr schön. Puh, fahren wir nach London. 500 Kilometer entfernt, ist gar nicht mal so weit. Das ist quasi, als wenn wir nach Berlin fliegen. Ich denke, ist eine ganz gute Strecke, aber die Mannschaft packt das gut weg. Ich denke, unser Flugzeug wird da nicht unkomfortabel sein. Ja, wir sind Zweiter in der Tabelle momentan, hinter Arsenal, also ein Unentschieden heute würde uns 5 Punkte bringen und dann könnten wir sogar, je nachdem wie Real heute spielt, gegen Lazio, also Lazio ist ja wird ja total abgeschossen in der Gruppe hier gerade, das bleibt uns zum Glück bis jetzt verwehrt, Dominik Heinz fehlt, müssen wir gucken, wie es läuft heute und wie erwartet ist Hector und Gerhard, oder sind Hector und Gerhard nicht 100% frisch. Wir setzen sie aber trotzdem ein. Nehmen dann Aligi, Ulrich, die können wir eigentlich so alle mitnehmen. Schürrle bekommt die Pause.
Ja, ist zwar wieder bei 100% Fitness sogar, was mir sehr, sehr gut gefällt nach seiner Verletzung. Wir nehmen aber trotzdem Risse mit, da auch Schürrle nicht gerade frisch ist. Der kommt dann wieder ran. In der Bundesliga gegen Augsburg kann Schürrle dann spielen. Und wir gehen nochmal rein und reden mit unseren Leuten. Wir sagen Ulrich mal, dass er körperlich ein wenig stärker werden soll noch. Team Modest, höhere Ziele brauchen wir nicht. Sensationell. Ja, im letzten Spiel auch. Hat der Presser, glaube ich, auch geschrieben, dass man die Leistung von Oliver Baumann im letzten Spiel ganz klar hervorheben muss. Der hat wirklich ein Spiel gemacht, was unglaublich war. Das habe ich selten gesehen. Also er hat wirklich uns auch den Sieg aktiv gebracht. Gut, haben wir Weiser schon gesagt? Ja, Weiser hatten wir schon gesagt, dass er stärker werden soll, körperlich. So, Müller auch nochmal reden. Und noch einer? Haben wir noch einen? Komm schon, wir haben nur noch einen. Gut, dann gehen wir halt in die zweite Mannschaft und reden da nochmal. Hier geht's ein bisschen runter wieder mit der Teamdynamik. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen mehr drum kümmern. Gut. Haben wir das? Gehen wir rein in die Taktik. Weiser deckt dann Sanchez. Gerhard bekommt Theo Walcott. Olivier Giroud bekommt natürlich die Fußfessel. Özil dahinter. Eieieiei. Also da haben wir jetzt eine ganz schöne Aufgabe gegen uns. Das wird gar nicht mal so einfach. Gut, würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel gegen Arsenal. Sag mal, wie viele Minuten noch? Ja, 8 Minuten haben wir noch in der Folge. Deswegen passt das ganz gut. Gehen wir rein. Bis gleich. So Leute, willkommen zum dritten Spiel der Champions League Gruppenphase gegen Arsenal in London heute. Wir sind eigentlich relativ gut drauf. Klare Schwalbe direkt mal in der 4. Minute von Golovin. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Er hat hier direkt mal vorgewarnt mit der gelben Karte. Und die Champions League ist für uns ja ein Ort oder ein Wettbewerb, den wir gerne mitnehmen. Wir sind, also ich finde, wir sind momentan über unseren Erwartungen, die wir in die Champions League haben konnten. Baumann wieder Gold richtig am Parieren. Also der Mann ist momentan sogar mit Abstand unser stärkster Spieler. Und er zeigt es auch auf jeden Fall. Arsenal, wie schon gedacht, macht hier in den ersten Minuten auf jeden Fall das Spiel. Sprunggelenksverletzung jetzt für Santi Cazorla oder bei Santi Cazorla. Ja, da ist dann eigentlich Arsenal direkt mal zu einem Wechsel gezwungen. Und sie machen hier weiter Druck, weiter Druck. Man sieht gar nichts von uns. Baumann geht auf Nummer sicher, lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte nach der Ecke hier von Xhaka. Nächste Ecke wird es dann geben, nochmal. Und Arsenal macht hier von Beginn an einen riesigen Druck. Baumann pariert sicher und ich denke, Baumann wird hier jetzt auch schon mit einer 1 auf dem Feld sein. Endlich mal eine Möglichkeit, dass Salem reinkommt. Salem, ich nenne ihn immer Salem. Ja, wir sehen hier die Noten, die sehen überhaupt nicht gut aus. Golovin mit einer 6, überhaupt nicht da. Baumann, Gerhard, also unsere komplette Defensive momentan mit sehr, sehr guten Noten, aber von der Offensive sieht man noch überhaupt nichts und das gefällt uns nicht, das geht so nicht. Das dürfen wir so nicht machen. Ja, also wir dürfen hier nicht so fahrlässig spielen. Merino setzt sich hier gegen Mbemba durch. Spielt Steiner auf Gyrassi, Timo Horn. Übrigens Timo Horn in der Startelf gegen uns. Ah. Hat er sich doch noch den Stammplatz geholt bei Arsenal. Da hätte ich ja eigentlich nicht mit gerechnet, dass er hier in der Champions League spielt. Kieran Gibbs trifft nicht den Ball nicht richtig, sondern nur die Beine von Gnabry. Kriegt ja auch nochmal die gelbe Karte. Ja, also zwei gelbe Karten direkt hintereinander. Ja, aber momentan, es geht in unserer
Offensive fast gar nichts. Özil kann Hector da nur mit einem taktischen Foul stoppen. Auch er kriegt hier dann nochmal die gelbe Karte. Also Arsenal holt sich hier ganz gute Karten ab. Oder ganz gut die Karten ab. Freistoß von Golovin. Kann er vielleicht mal was aus seiner 6 rausholen? Bringt aufs linke untere Eck. Timo Horn ist unten, hat die Kugel im Nachfassen. Ja, natürlich. Also sowas hält Timo Horn dann natürlich. Alexis Sanchez setzt sich auf der linken Seite durch, flankt auf Mesut Özil. Der kann den Ball nicht kontrollieren. Baumann geht dazwischen und Baumann ist wieder der Mann, der ist wieder in seiner alten Form, die er auch zum Ende der letzten Saison hatte. Der hält einfach alles momentan. Ja, also da haben wir im Gegensatz zu Timo Horn keinen Verlust gemacht, wollte ich gerade sagen. Und jetzt verletzt sich Merino mit einem Kapselriss im Knie. Ey, das ist doch... wir hatten die Sache heute schon mal, ja, wieder. Wir bringen mal Ali G rein. Dass ich echt vom Verletzungspech verfolgt bin momentan. Und das ist echt nicht lustig, ja, mittlerweile. Ali G deckt dann Workout. Gerhard kümmert sich ums defensive Mittelfeld jetzt. Und gerade unsere wichtigen Leute verletzen sich jedes Mal. Das ist so zum Kotzen gerade. Unglaublich. Unglaublich. Naja, Yannick Gerhard kümmert sich jetzt ums defensive Mittelfeld. Hat sich ja momentan um Workout gekümmert gehabt. Naja. Das ist wieder eine bittere Pille, die wir schlucken müssen hier mit Merino. Geht jetzt in die Halbzeit. Sind, glaube ich, noch nicht alle in der Halbzeit, oder? Doch, jetzt schon. Ja. Wir lassen unseren Co-Trainer entscheiden, was gemacht werden soll. Gyrassi wird hier motiviert. Golovin wird ein bisschen außen vor gelassen. Den hätte ich jetzt sogar kritisiert eigentlich. Aber wir haben in der Offensive noch gar nicht stattgefunden quasi. Wir haben zwar ein, zwei Chancen gehabt jetzt. Aber naja, bis jetzt hatte Arsenal das Spiel komplett in der Hand. Ja, wir müssen gucken, dass wir uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen zusammenreißen. Die Verletzung von Merino ist jetzt schon wieder ultra... bitter einfach nur. Da weiß ich auch gerade noch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil es halt einfach wieder typisch ist. Naja. Gehen wir weiter. Wir haben ja immer noch Hector, der das zentrale Mittelfeld übernehmen kann. Oder zur Not muss halt Oliver Torres da rein hingehen und sich da langsam einspielen auf der Position. Hohe Flanke gerade von Alexis Sanchez. Baumann hat sein ganzes Können aufgewiesen, hat die abgewehrt. Xhaka auf Giroud, der wird aufmerksam von Wanyama ins Abseits gestellt. Und der Schiri gibt das auch, das Abseits. Ja, sind wir mal gespannt. Wir werden, lassen unsere Leute mal aufwärmen. Ich denke, jetzt gleich ist die Zeit für Sully Özcan gekommen. Weil Golovin ist heute einfach überhaupt nicht im Spiel drinne. Özcan hätte sich's eigentlich verdient gehabt, da habe ich jetzt nicht dran gedacht vor dem Spiel. Golovin geht raus, Özcan kommt rein vorne und dann gehen wir erstmal so weiter. Weil das ist einfach nur Müll, was sich Golovin heute hier zusammengespielt hat. Ganz am Anfang mit seiner Schwalbe. Naja, Flachschuss aus der Distanz von Xhaka, verfehlt das Tor von Baumann um einen halben Meter. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass wir hier mal ein bisschen mehr Zug aufs Tor bekommen. Jetzt kommt Lucas Perez rein für Mesut Özil. Gnabry dribbelt sich seinen Weg quer durch die Spielhälfte der Londoner. Etwas zu verspielt, verpasst den Moment des Abschlusses. Bellerin kann seinen Schussversuch mit einem Grätschritt unterbinden. Naja. Gideon... Selalem mit einem Fernschuss, geht aber am Ende auch deutlich daneben. Moussa Dembélé kommt jetzt rein für Olivier Giroud. Also auch dann hier die Wechsel. Ja, Mitchell Weiser ist sehr, sehr müde. Weiß aber nicht, wir werden mal Gerhard jetzt auswechseln, der bekommt die Pause. Und es sind noch 10 Minuten zu gehen jetzt hier. Arsenal macht weiter Druck.
Hector Bellerin fasst sich ein Herz, hält von halb rechts drauf, Ecke. Baumann hat aufgepasst, also Baumann passt die ganze Zeit auf. Wieder eine Ecke von links, Xhaka, Baumann kommt heraus, fängt die Ecke sicher ab. Und what the fuck, ey. Also Arsenal ist hier die ganze Zeit am Drücker. Xhaka hatte sich anscheinend verletzt. Wanyama hat den Ball ins Ausgespielt, hat sich als fairer Sportsmann gezeigt. 2 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Werden angezeigt, die 2 Minuten. Nochmal die Möglichkeit hier für Arsenal. Xhaka mit dem Doppelpass auf Perez oder mit Perez. Herrlicher Heber. Ein Traumtor. Da machen sie dann doch noch das Tor. Es hat sich abgezeichnet schon lange, dass hier das Tor für Arsenal fällt. Also wir hatten hier gar keinen Zugriff auf das Spiel, zumindest nicht in der Offensive. Ja, da haben wir verloren gegen Arsenal. Hat uns auf den 3. Platz gebracht, weil natürlich auch Real Madrid gegen Lazio gewonnen hat. Naja, wir mit 4 Punkten. Lazio hat noch keinen einzigen Punkt gemacht. 3 Niederlagen für Lazio. Wir haben jetzt 1 Sieg, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Ist bitter jetzt, da wir natürlich ganz knapp vor Ende das Gegentor noch kassiert haben. Hätte man vielleicht auch verhindern können, aber wenn man hier liest, es war ein Traumtor einfach. Ja, was willst du dagegen machen? Dann ist es halt einfach ein Traumtor. Müssen wir hinnehmen, wir haben nicht gut gespielt. Der Gegner hatte das Spiel komplett im Griff, war eigentlich nur in der Offensive, bis auf 1-2 Aktionen, die wir mit Glück vielleicht dann auch noch reingemacht hätten. Aber naja, wir gehen weiter den Nachbericht und gucken uns das Ganze mal an, das Trauerspiel hier. Baumann natürlich wieder heute unser Man of the Match, ist in einer Ultra-Verfassung, der Mann, hält hervorragend, ja, also da kann man gar nichts gegen sagen. 60% Ballbesitz, wieder 12-3 Chancen für Arsenal und steht hier nur 1-0. Das zeigt mal wieder, was wir für eine krass geile Defensive haben, ja, und vor allen Dingen auch mit Baumann, der heute wieder Spieler des Spiels geworden ist. Naja, das nächste Spiel haben wir dann sogar wieder gegen Arsenal, ne, weil halt die Rückspiele beginnen. Danach kriegen wir Lazio Rom und als letztes Real Madrid, wo wir vielleicht dann mit etwas Glück vielleicht es doch noch weiter schaffen könnten, weil so weit ist das jetzt nicht auseinander hier. Also wir können uns durchaus noch in der Champions League halten mit ein bisschen Glück. Ja, vor allem mit 3 Punkten gegen vermeintlich schwache Roma aus, also Lazio. Ne? Da können wir uns dann vielleicht nochmal durchsetzen. Gnabry erreicht eine neue Erfahrungsstufe. Ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Ja, Verletzungen. Mirino, 13 Tage. Ist nicht so lang. Kann man verkraften, aber es ist natürlich wieder bitter. Wiedenbrück, unsere zweite Mannschaft hat verloren gegen Wiedenbrück. Das ist sehr schade. Fehlen jetzt auch wichtige Punkte. Scouting ist wieder abgeschlossen. Wir lassen ja gerade einen unserer Scouts lassen wir das Blickfeld scouten, das wir haben. Und ja, unsere zweite Mannschaft ist jetzt auf dem 3. Platz runtergefallen. Viktoria Köln hat sie überholt, aber noch ist hier halt nichts verloren in der Regionalliga West. Sind nur 2 Punkte auf den 1. Platz, Alemannia Aachen. Ja, da macht der Höse, leistet hier ganze Arbeit. Aber auch Alemannia Aachen hat verloren im letzten Spiel. Und Viktoria Köln kommt hier ran. Ja. Aber wir werden in der zweiten Mannschaft, denke ich, die werden sich wieder fangen. Da habe ich das Vertrauen in die Mannschaft, dass sie das schaffen auf jeden Fall. Wir gucken mal in unsere Jugendmannschaft. Da brauchen wir bei Pascal Mattes einen neuen Mentor. Ja, okay. Muss auch nochmal durchgehen, muss vielleicht nochmal ein paar, für die neuen Leute muss ich vielleicht mal ein paar neue Trainingsziele einstellen. Und haben wir jetzt den neuen Mann schon? Ne, ich glaube nicht. Den haben wir immer noch nicht, den neuen Mann. Ne, haben wir nicht. Doch, da ist er doch. Patrick Pfanngruber. Genau. Dann ändern wir hier direkt mal den Namen in... Galitos
Xavier. Alles klar. So, dann willkommen auch an dich. Ein Willkommen auch an dich, dass du in die Mannschaft gekommen bist. Deutsch? Was? Keine Ahnung. Es ist früher Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du in der Mannschaft bist. So ist ganz einfach gesagt. Gut, dann haben wir uns heute gegen Arsenal leider nicht behaupten können. Ja, also ich finde eigentlich schon, dass wir uns ganz gut behauptet haben. Ich meine, wir haben bis zur 90. Minute ein Unentschieden gehabt, was ich gleichgesetzt hätte mit einem Sieg. Wir haben es natürlich versucht, aber heute hat es dann überhaupt nicht geklappt. Mirino hier mit der Verletzung wieder. Dominik Heinz ist auch noch verletzt. Und Wanyama geht dann laut denen ins defensive Mittelfeld. Will ich dann eigentlich, glaube ich, ja, obwohl, müssen wir gucken, ja. Wir lassen uns mal überraschen, wie es dann am nächsten Tag aussieht mit der Mannschaft. Da müssen wir vielleicht ein bisschen was noch basteln. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, war es das für diese Folge. Wir haben heute schon wieder eine ziemlich lange Folge, ja, 26 Minuten, das geht eigentlich noch. Rausgehauen, wir haben gegen Arsenal gespielt, wir haben leider verloren, unsere erste Niederlage in der Champions League uns eingefangen, aber ich finde, bei der Gruppe ist das zu verkraften. Nächstes Spiel gegen Augsburg, da müssen eigentlich wieder 3 Punkte her in der Liga, vielleicht mal wieder so ein klareres, befreienderes Spiel, dass wir unser System mal wieder durchsetzen können, obwohl Augsburg ein schwerer Gegner sein wird. Danach haben wir Sandhausen. Ich denke, das wird wieder Pokal sein. Haben wir DFB-Pokal, dann haben wir Leverkusen und dann haben wir wieder Arsenal. Also unser Spielplan wird diesen Monat, also die restlichen Wochen in diesem Monat, werden anstrengend auf jeden Fall für die Mannschaft und auch für Hector, der dann, denke ich, auch nochmal geschont werden muss. Aber dafür haben wir dann im nächsten Monat nicht so viele Spiele und im Dezember gibt es dann auch eigentlich nicht so viele Spiele und dann haben wir ja schon wieder die Winterpause, ne, wo es dann wieder den nächsten Stream gibt. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, teilt das Video, guckt bei den anderen Leuten vorbei, alle in der Videobeschreibung oder rechts an meinem Kanal. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, habt einen schönen Sonntag. Ich glaube, ab Montag beginnen ja auch wieder die Ferien. Leider habe ich gestern Abend nicht mehr gestreamt, ja, und ich habe auch voll verpeilt, beim Totti dann vorbeizugehen. Weil ich einfach viel zu verpeilt gestern war. Tut mir leid, ich denke, heute werde ich auch wieder so gegen Mittag streamen. So gegen 12, 1 Uhr oder so. Bis die Bundesliga dann beginnt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns da, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.